So, also hier passieren immer schräge Sachen, wenn ich da bin, ja. Oh, 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 oh. Schattenschuss da. Eine Verkündung meiner Geschichte. Es war niemals deine Geschichte. Es gibt keinen Traum. Du wirst niemals entkommen. Kult des Wortes. Sieh nicht auf. Die Geschichte ist ein Monster. Du bist in meiner Geschichte. Du wirst niemals entkommen. Es gibt keinen Entkommen. Du kannst sie nicht haben! Verschwinde aus hier! Das ist meine Geschichte. Geschichte für dich. Das war close. Kämpfe sind irrig. Eigenartig. Manchmal. Folge der Spur des Ja. Folge der Spur des Teufels. Wie soll ich in der Spur des Teufels folgen? Muss ich hier was umschreiben? Ähnlich, ne? Den Tatort finden. Ja, wo finde ich denn den? Ich habe einen Schlüssel für die 1. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wie bin ich denn hier hingekommen? Bin von Etage 1 in die Etage 2 gekommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wie. Muss ich hier nochmal in die letzte Szene, wo das Vorabritual war? Ah, okay. Wäre auch zu einfach, wenn man einfach reinmarschieren könnte. Bin jetzt schon wieder hin. Muss ich durch? Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen, zu verändern. Ich? Proberaum.
Ja, was ist denn hier passiert? Ernsthaft? Das ist ja nicht cool. Das war nicht der Ritualtatort, nach dem ich suchte. Es war lediglich der Appetitanreger vor dem Hauptgang. Aha. Ja gut. Oberraum machen wir. Komm ich. Gute Nacht, Kato. Nee, ich mach nicht mehr so lange. In der Tat will ich gar nicht so lange machen mehr. Danke, dass du da warst. Danke für deinen Support und schlaf du auch gut, ne? Vielen, vielen Dank, Mann. So, theoretisch kann ich ja hier auch noch den Teufel. Doch mal. Die Geschichte bestimmte die Szene. Vielen Dank für dein Follow, für dein Raid. Meine Fresse, ich bin schon völlig aus der Puste hier. Also ich weiß nicht, ob ihr mit Alan Wake vertraut seid. Ihr den ersten Teil kennt. Alle, die jetzt so reingeruscht sind. Und worum es da geht. Hier. Das habe ich nicht geschrieben. Scratch verhöhnt mich. In seinem Zimmer wird er ihr wehtun. Oh nein, der will an unsere Frau ran. Scratch, du Sau. Richtig, ich wünsche dir und dem Chat noch ganz viel Spaß. Würde gerne länger bleiben, aber Spoiler. Ah, du willst also auch noch spielen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Es empfiehlt sich, den ersten Teil zu spielen, der ja geremastert wurde von ein paar Jahren. Den habe ich auch gespielt. Kein Plan, aber ich glaube, er ist wach oder so. Den Weg kenne ich gar nicht. Ja, also das Original Alan Wake kam halt vor einer ganzen Weile raus, ne? Bevor es das Remaster gab. Und letztendlich geht es um einen Schriftsteller. Im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es auch um den Schriftsteller. Es kommt aber noch eine andere Komponente dazu. Man muss den ersten Teil nicht gespielt haben, um den zweiten zu verstehen, aber um Parallelen zum ersten Teil zu ziehen, macht es halt Sinn, den ersten zu spielen. Und das Spiel, Connor, richtig, ist echt gut. Ich bereue, dass ich es damals nicht gespielt habe. Ich habe damals Max Payne gespielt, das auch in dem gleichen Universum spielt. Und Max Payne ist auch ein mega geiles Game. Könnt ihr euch vormerken, Max Payne 1 und 2 werden bald geremastert. Ihr könnt da auch mal rein gucken. Das war das erste Bullet-Time-Game, was es auf dem Markt gab. Viel Action, auch gute Handlung. Hat echt Spaß gemacht. Also definitiv. Kann ich nur empfehlen. So, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie wir runterkommen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben jetzt den Probenraum und den Ballsaal. Das ist doch auch in der ersten Szene. Im ersten Etage. Ich weiß nicht mehr, wie ich runterkomme. Danke für die kleine Einführung. Ja, also es. Was kann ich euch erzählen, ohne euch zu spoilern? Alan Wake kommt im ersten Teil. Alan Wake ist ein Schriftsteller, kommt im ersten Teil
nach Bright Falls, weil er eine Schreibblockade hat. Und will dann dort halt seine Schreibblockade lösen und da weiterschreiben. Und genau. Er ist halt mit seiner Frau da und das kieselt auch ein bisschen und so. So ein Klassiker halt, ne? Und dann entwickelt sich halt die Geschichte. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Und Teil 2 schließt halt nahtlos an den ersten Teil an. Es ist kein richtiges Horror-Game, aber es ist sehr intensiv von der Story her. Ach, hier sind wir, glaube ich, lang gekommen, ne? Sehr intensiv von der Story. Und hat auch, ist auch echt gut vertont und so, kann man echt nicht anders sagen. Also ich bin maximaler Fan. Und ja, macht auf jeden Fall richtig viel Bock. Also wer noch nicht das Game gespielt hat, sollte sich es auf jeden Fall mal angucken. Ihr habt keine Waffe, ihr seid also nicht gefährlich. Aber ihr bewacht die Tür, wo ich rein will. Geh mal, Leute, hier. Bin mal weg, gute Nacht, schlaf gut, Connor. Eine wunderschöne gute Nacht und danke auf jeden Fall für dein Follow und danke, dass du reingeschaut hast und dich hast mitreißen lassen. Tja, vielleicht guckst du das Game ja auch mal an. Spoiler, ihr könnt es auch gerne auf meinem YouTube-Kanal gucken. Da habe ich es nämlich gespielt. Oh. Gut, dass ich nicht mehr zurückgefunden habe. Das war echt cool. Nicht. So, haben wir hier noch was? Gut, dass ich nochmal eine Reihe dazugenommen habe. Beim Inventar. Hat mir jetzt schon mega den Arsch gerettet. Bin wieder fast alles voll, ne? So, das ist doch aber nicht der Grund, warum wir in 1-1 rein sollten, oder? Jetzt sind wir in der Lobby. Doch raus. Verschwinde aus hier! Was ist ein Henker? Sie wird weitergehen. Oh Gott, die Kämpfe sind so clunky. Es sind zu viele Tasten. Ich habe zu viel Inventarscheiß. Also was heißt, clunky ist das falsche Wort. Das clunky ist nicht das richtige Wort. Der Typ ist so schnell, dass ich gar nicht schaffe, ihn wegzumachen. Normalerweise Darmgegner mit einem Schuss von einer Leuchtpistole instant. Er halt nicht. Kein Problem. Oh shit, wo ich das letzte Mal gespeichert? Nein. Ich weiß nicht mehr, wann ich gespeichert habe.
ist blöd. War ich schon hier hinten? Das hilft mir, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Wir gucken einfach. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Nein, wollen wir nicht. Das war etwas aus einer Horrorgeschichte, aber ich musste weitermachen. Scratch verhüllt mich. So viel dazu. Aber hier drüben waren wir, ne? Jetzt die blöde Tür, Alter. Nicht die? Komm ich da wieder nicht rein? Naja, ist nicht so einfach, wie alles scheint hier. Warte mal, mit welcher, durch welche Tür musste ich durch? Die war es nicht. Das auch nicht. Jetzt so langsam rappel, ne? Könnte ich nicht einfach in die Tür reingehen? So. Szene und Geschichte endeten sich. Das war nicht der Ritual-Tatort, nach dem ich suchte. Ihr seht also? Es war lediglich der Appetitanreger vor dem Hauptgang. Die Parallelen, ne? Ich bin Schriftsteller und kann die Szenen umschreiben. Passieren. Und im zweiten Teil spielt man aber noch einen anderen Handlungsstrang. Also Strang, das ist jetzt hier. Zwischenwelt, würde ich sagen. Warte mal, das ist schon wieder der Ball rum. Ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Ja! Ich hätte mich schon 20 Mal verlaufen. Ich verlaufe mich gerade schon ein paar Mal. Es mag vielleicht jetzt nicht so wirken, aber ich tue es. So. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich lang muss. Naja, das war dumm. Das war unnötig. Ich muss mir das nochmal angucken, damit ich die Videokassette kriege. Ihr seht schon, das ist ein bisschen crazy und ich habe echt Respekt vor den Leuten, die Story geschrieben haben, ne? So. Da war nichts. Doch. Oder war leer. Wieder leer? Ja. Okay. Jetzt wird's hässlich. Könnte aber einfach auch hier nochmal zwischenspeichern. Könnte vor allen Dingen hier reinlatschen. Wenn ich das Ritual ändere. Wenn ich die Szene ändere.
Vielleicht. Der Pfad des Teufels im Treppenhaus war blutüberströmt. Hier kann er mir nämlich nichts, weil hier ist das Licht. Vielleicht nur für euch. Ihr seht ja immer die Schatten hier, die hier rumlaufen. Und die Schatten können mich nicht sehen, wenn ich im Licht bin. Nur wenn ich quasi in der Schattenwelt bin. Eine Figur in meiner Geschichte. Asozialer. Wo ist er jetzt? Er will mich wieder hart rannehmen, ich weiß das. Frage, hat das gereicht? Ich kann die halt auch nur verletzen, wenn ich die Schatten austreibe. Ganz salopp gesagt, ne? In dem Fall leuchte ich die an. Also ich muss irgendwie blenden. Blendgranate, Fackel anleuchten und dann kann ich sie verletzen. Außer er. Ist halt ein richtig asozialer. Shit, 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 shit. Schneller, schneller, schneller. Die Dunkelheit, ewig ich weitergehen. Renn da, renn da, renn da! Wer ist jetzt die Zeit, mal ein paar große Medkits einzupacken? Kann das auch, rechts. Ich komme nicht nah ran. Ah, ich habe noch ein paar Fackeln. Ein paar Fackeln ist gut, ich habe eine. Wow. Kannst sie nicht aufhalten. Erstmal aufmunitionieren hier. Dann. Komm raus, du Bastard. Wo bist du? Dumm ist er ja nicht, ne? Ist nicht in mich reingelaufen. Fackeln sind Mangelware? Ja und nein. Also ich hatte relativ viele. Aber dadurch, dass der halt so aggressiv ist. Ich weiß nicht, wie ich mir sonst von der Pelle halten soll, teilweise. Das macht es halt immer ein bisschen schwieriger. Also ja, alles ist in einer gewissen Art Mangelware. So ist es nicht.